My Friends, herzlich willkommen zu einem wundervollen, wunderschönen, hammermäßigen, atemberaubenden und dem insgesamt 76. Tag unserer NGU to Glory mit eurem Mr. Never Give Up, Mirsam Yagi Jahic. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt zu Mirsa Primetime um 21 Uhr, my friends, der erste Stream dieser Woche von insgesamt 5 Streams am Stück. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 21 Uhr. Thema Patch ist heute auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Ich habe tatsächlich kein einziges Spiel noch gemacht. Ich hab wirklich gestern, als ich den Post gemacht habe, nicht gespielt gehabt. Und ich habe auch heute nicht gespielt. Denn ich habe heute ein paar andere Sachen erledigt. Ein paar Backoffice-Geschichten, Video vorproduziert, das kommt morgen. Defensiv-Tutorials und 4-2-4. Und ich kam heute gar nicht dazu. Also ich dachte mir, hey, ich mache das im Stream. Ich habe tatsächlich noch kein Game gemacht. Das, was ich gleich dann als erstes spiele, das wird meine erste Meinung sein dazu. Ich werde hundertprozentig ehrlich sein. Ne? Ich werde jetzt nicht mit dieser Welle fahren, dieses, oh mein Gott, alles ist komplett scheiße. Ne? Es kann sein, dass alles komplett scheiße ist. Und wenn es so ist, dann sage ich es auch. Aber ich werde da auch einfach mal schauen, wie krass ist der wirklich abgeschwächt worden, der Übersteiger. Ist das Game schneller, langsamer? Einfach mal ein bisschen drauf achten. Jetzt ist wahrlich das allererste Game, wirklich, das erste Game und das erste Gefühl. Wie spielt sich der Patch? Wir werden es gleich sehen. So, Verbindung der Hölle, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Okay. Die Pässe fühlen sich irgendwie komisch an. Man nach den ersten zwei, drei Pässen so komisch. Langsam sein Vater. Aber warten wir mal. Das ist vielleicht nur Einbildung. Oh, Junge. Okay. Es ist... Also, A, legt er sich den Ball weiter vor nach dem Übersteiger und B, ist er nicht mehr so krass explosiv. Warte mal, probieren wir es gleich nochmal. Ja, so kann man schon noch vorbeiziehen, aber das ist halt, Also vorbeigezogen bin ich jetzt mit dem Übersteiger. Ich würde sagen, komplett tot ist er jetzt nicht. Aber lass ihn noch ein paar Mal machen. Ja, okay, du kriegst halt keinen Boost mehr, ne? Also ich würde sagen, ich habe halt jetzt gerade mal nur 19 Minuten gespielt, aber ich würde sagen, das ganze Spiel fühlt sich anders an. Die Pässe fühlen sich anders an. Also ich merke das. Ich merke, wie die Pässe sich, wie sie nach dem X-Pass, welche Geschwindigkeit, Richtung. Ich habe das Gefühl, warte mal. Ich will mal schauen, ob der Miyagi-Boost noch klappt. Aber ich glaube, der sollte klappen. Oh ja. Der klappt wie eh und je. Also der ist noch gut. Ich sage euch, ich habe es euch ja schon vorher angekündigt. Seit Wochen sage ich euch schon, sollte der Patch abgeschwächt werden, wird der Miyagi-Boost der neueste Meta-Skill-Move sein. Den alle machen werden. Das ist die neue Meta. Das, genau das. Merkt euch meine Worte, ihr werdet bei sämtlichen Pros das hier sehen. Also Übersteiger ist RIP. Ja. Übersteiger ist RIP. Da ist einfach, normalerweise du drehst dich und ziehst das Tempo an mit ihm, ne? Jetzt drehst du dich und, ne, und du baust kein Tempo auf. Das ist das Problem. Da mach lieber Sprint-Taste. Jetzt mal ohne Scheiß. Dreh dich lieber und drück Sprint-Taste, dann baut er mehr Tempo auf als den Boost. Genau, ich wollte die Körpertäuschung probieren. Ist okay. Das ist okay. Ist halt jetzt nicht so ein krasser Boost dabei, aber die Körpertäuschung ist in Ordnung. Mutpässe gehen auch, noch nicht so krass probiert.
Unmutpässe, ja. War okay. War vielleicht nicht optimal ausgeführt von mir. Oh mein Gott, was ein Pass. Nee, aber das ist schon, man merkt schon, dass viele Leute, die halt eben wirklich vor allem den Fokus auf Übersteiger hatten, jetzt ein bisschen limitierter sind. Da Doppel R1, habt ihr gesehen? Geht auch immer noch. Das war aus Gewohnheit bei Übersteiger gemacht. Den muss man sich abgewöhnen jetzt. Also ganz ehrlich, schau mal der hier. Na, die Körpertäuschung, ich finde sie schon geil. Hier, scheiße. Körpertäuschung. Ich finde die Körpertäuschung jetzt fast besser als der Übersteiger. Was heißt fast besser? Sie ist besser als der Übersteiger jetzt hier. Körpertäuschung ist stabil. Sie kriegt nicht den Ultra-Boost, aber du kommst vorbei. Übersteiger ist... ist weg. Übersteiger ist kaputt. Unten alle ihre Teams reingeschickt, Alter. Schau, der Gegner war sogar Big Broken, ne? 2251 Punkte. War sogar ein richtig guter. Ich wette, der war noch tausendmal krasser mit seinen Übersteigern, konnte er aber leider nicht mehr verwenden. Also es war, wenn ich ehrlich sein soll, für mich natürlich, und das wird für viele andere auch so sein, es war für mich jetzt deutlich einfacher, das zu verteidigen. Also er war ein paar Mal so richtig gut durch und so, aber jetzt diese Angst mit diesen overpowerten Übersteigern, die war jetzt nicht mehr da. Es war so viel leichter zu verteidigen. Und das ist halt eben auch das ist was, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, dass was Positives ist oder eher was Negatives. Ich glaube, für Leute, die mit 1 Tiefe da hinten drin stehen und so, ne, wenig aktiv verteidigen, könnte das klar nochmal besser sein und es wird viel Gebunkere und so weiter geben. Wenn jetzt beispielsweise die CPU nicht so stark wäre, dann wäre es optimal, weil dann könntest du durchkommen, wenn einer nicht gut verteidigen kann. Aber wenn einer gut verteidigen kann, ist es besser, dass diese overpowerten Weggebooste nicht da ist. Aber dafür muss man die Defensive, die CPU-Verteidigung auch abschwächen. Wenn die gleich stark bleibt und du nimmst diese Boosts weg, wird es tausendmal schwerer, noch da überhaupt durchzukommen. Das Gameplay fühlt sich nach dem ersten Game so an, als ob es nochmal langsamer ist, als ob es mehr so nochmal in Richtung Anfang von FIFA, als das Spiel rausgekommen ist erst. Wisst ihr, nicht dieses dynamische, dieses ba-ba-ba-ba-ba-ba, ne, sondern dieses, du drückst und dann passt er. Du gehst nach oben, dann macht er erst einen Schritt und einen zweiten Schritt. So fühlt es sich an, aktuell. Ich weiß nicht, ob es so bleibt, aber ich kann gar kein Fazit setzen, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Bin mal gespannt, wie anders nun spielen wird. Ich auch. Also grundsätzlich jetzt an alle, die gefragt haben, Mirza, wie findest du jetzt den neuen Patch? Ich finde nicht, dass er mega schlecht ist. Ich finde, er hat das Spiel grundlegend verändert. Er hat das Spiel noch weiter aus der Balance gebracht, indem man jetzt noch eine Meta-Sache rausgenommen hat, aber die CPU immer noch so stark gelassen hat. Dementsprechend werden die Leute halt noch mehr hinten stehen, verteidigen und noch mehr kontern. Also wirst du wahrscheinlich irgendwann 2 Parteien haben, einmal die nur kontern und diejenigen, die viel auf Ballbesitz auch spielen. Es gibt manche, die auch trotzdem gut skillen, auch ohne den Übersteiger. Gibt es wirklich, es gibt wirklich gute Spieler, aber der Großteil wird wahrscheinlich so spielen. Entweder oder man ist halt Bunker gegen Bunker, Konter gegen Konter. So wird es halt wahrscheinlich sein, weil viele den Übersteiger konnten, weil er einfach war. Aber jetzt musst du halt neue Sachen lernen. Und der einfache, aber overpowerte Übersteiger ist nicht mehr da. Das war's für heute, das war euer Mirza Miyagi. Tschüss! Bis dann!